Franzosen, die im eigenen Land Urlaub machen. Das ist jetzt etwas hier, was ich in der Schönheit und in dieser Menge und fast ausnahmslos überall in Italien doch nicht finde. Also wer die Südküste hier von Frankreich, die Côte d'Azur kennt, der fährt nicht mehr an die Adria. Das Wasser ist einfach unvergleichlich schöner und auch in der Spätsaison jetzt hier einfach sehr, sehr viel angenehmer von den Touristen her. Und die Vegetation, die Strände, ja, vielleicht kein Sandstrand, aber dafür unbeschreiblich schönes Wasser. Wir sind da gelaufen und gehen jetzt zu dieser Bucht hier und dann weiter nach Portalão. Oder nicht, man könnte hier grillen und was kann man sich Schöneres vorstellen, als wenn da die Sonne untergeht und man eben dann hier zwei Rotwürstle grillt und anschließend noch ins Wasser hüpft. Ja, das war sie, unsere Tour entlang der Küste, unser Wandertag. Und mit dem begeisternden Urteil, wunderschön. Also das kann man sich nur wandern. Sowas gibt es nicht mit dem Auto. Und das ist einfach ein Muss, von Bandol Richtung Cassis an der Küste langlaufen und die Badebuchten abklappern. Die meisten kann man auch erreichen über sehr verschlungene, verwegene Pfade.